Hi und herzlich willkommen zurück bei Mutant Year Zero. Wir sind bei Folge 24 und haben uns beim letzten Mal ja hier ausgerüstet in den entsprechenden Läden, haben noch ein kleines Granaten-Upgrade und werden jetzt weiterziehen. Die Frage ist, gehen wir wirklich hier durch die Stadt jetzt schon? Ist das der Weg? Alle anderen Sachen sehen erkundet aus. Nur hier oben gibt es noch was. Weiß nicht wirklich. Wollen wir da noch vorbeischauen? Macht das Sinn? Nee, ich glaube, wir gehen erst hier unten lang. So, und zwar hier zum das Schloss der Lichter. Da war ja der komische Typ, der immer noch seinen Schlüssel sucht. Und dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir das alles hin. Mal schauen, wo geht's lang? Dort geht's lang. Die Unerleuchteten. Gibt hier einen Weg nach die Unerleuchteten? Ah, okay, da waren wir schon. Das heißt, wir müssen irgendwie in die Richtung. Müssen wir mal gucken, wo es hier genau lang geht. Auf jeden Fall ist hier alles schon wieder unglaublich dunkel. Und hinter dem Typen standen ja auch noch so Bösewichte, sage ich mal. Die irgendwie, zu denen ich nicht kam, ne? Also die waren in so einem abgeschotteten Bereich und da habe ich nichts hingekriegt, irgendwie aufzufordern, mit mir zu kämpfen. Das gucke ich mir nochmal an, bevor wir weiterziehen. Hier geht es ja dann nach rechts runter. Okay. Hier ist der Herr des Lichtes. Okay. Wir gucken nochmal hier rüber. Hier hinten irgendwie langkommen. Sieht aber auch nicht so aus. Also hier ist auch jetzt zu. Die, die dahinter stehen, müssten uns eigentlich sehen. Tun das aber nicht. Alles ein bisschen merkwürdig. Und kommt hier auch nicht rüber oder so. Also es sah ein bisschen so aus, als wenn man hier drüber kommt. Aber das ist nicht der Fall. Wir werden es noch kurz erkunden, auch wenn wir das beim letzten Mal schon gemacht hatten. Auch keine Tür. Hier eine Tür? Nein, auch keine Tür. Mal, hier ist so ein Licht von oben. Wo kommt denn dieses Licht immer her? Man kann ja leider nicht hochgucken. Okay, hier gab es auch keinen Eingang. Hier kann man jetzt auch nicht irgendwie reinspringen oder so. Kommt da wirklich nicht durch. Oh, hier hinten liegt aber noch ein bisschen Schrott rum. Na gut. Dann sind wir nicht ganz umsonst hier lang gelaufen. Okay, und jetzt müssen wir in diese Richtung. Richtung verbotene Stadt war es, glaube ich, ne? Guck mal hier, hier liegen auch noch Sachen rum. Hier waren wir noch nicht. Ja. Ja. Guck mal hier bei den Häusern nochmal. Hier irgendwo noch Schrott liegt. Sieht nicht so aus. Okay, dann geht es hier lang, richtig? Ja, würde ich schon. Ah, okay, okay, das ist so eine Art U-Bahn. Oder was heißt eine Art U-Bahn? Das ist eine U-Bahn. Wir kommen, hier ist ja eine riesen Mauer gewesen, hat er gesagt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie über den Untergrund dahin kommen. Uns hier mal um. Hier liegt ein Roboter rum. That's the biggest wall I've ever seen. It's surrounding the entire city. They were trying to keep people out? No. They were trying to keep people in. The Red Plague started in this city, spread fast, got out of control. So the powers that be built a wall around the city to quarantine it. To stop the people inside from infecting the world. Doomed them all. That was a long time ago. The people are still scared to go in. That's why they call it the Forbidden City. So, the plague might still be in there. Can you tell me again why we're going this way? Hammond said the Nova Sect were moving around the city. We cut through the city. We get to Eden first. Super, das klingt nach einem richtig, richtig tollen Plan. Mal hier steht so ein Teil davor. Hier steht auch irgendwas. Quarantänen, irgendwas. Okay. So riesig sieht die Mauer, finde ich, gar nicht aus. Oh, guck mal, und hier ist sie eingebrochen ein Stück. Hm,
Da ist so ein Bierlogo. Okay, bevor wir jetzt da aber reingehen, schauen wir uns hier draußen nochmal um, weil wir werden hier wahrscheinlich nicht nochmal hinkommen. Oh, sind wir hier gegen Fahrradständer gelaufen? Na super. Okay, also gehen hier nochmal rechts und links und gucken uns mal an, ob es... Boah, hier ist schon wieder gegen irgendwas gegengelaufen. Ob es noch einen zweiten alternativen Eingang gäbe. Nee, hier ist jetzt Ende. Hier hinten liegt aber noch Schrott rum, den wir sonst nicht gefunden hätten wahrscheinlich. Hier nochmal. Manchmal sind ja gerade in den Ecken interessante Dinge. Hier aber leider nicht. Genau, wir können mal auf die Rückseite noch von diesem U-Bahnhof gehen. Okay. Aber hier liegt auch nirgendwo was. Na gut. Ah, und wir laufen immer noch sehr, sehr langsam. Meine Güte, der kann ja zwischendurch noch ein Buch lesen. So, komm. Los, Bormann. Auf. Okay, hier ist ein Lottoladen und links eine Kneipe. Gucken wir uns mal um. Okay, hier geht's hoch. Ist das alles verwinkelt? Okay, wir gehen erstmal auf jeden Fall hoch. Kann ja nie schaden, haben wir eine bessere Aussicht. Da drüben ist definitiv ein, einer von diesen, weiß ich nicht, wie die heißen, Zimir, Mimir, irgendwas, Teilen. Mal, oh, hier liegt was rum, gewöhnlicher Schrott. Hier, was haben wir da, eine Notiz, okay. After our hard work has finally started to bear fruit, Central Command has cut our project. Effective immediately. Those ignorant cretins are afraid of what wonders we have accomplished. Under the cover of night, I gathered the surviving young and we made our escape into the zone. We are heading to an abandoned facility which remains unmanned since the war. I shall not let my magnum opus be destroyed by those fools. Also wenn ich das so richtig interpretiere, hat der Typ die Mutanten geschaffen. Mutanten waren jetzt nicht sonderlich beliebt und deswegen ist er mit denen geflüchtet. Und hier another one of these machines. Genau. Like the one we saw by Hammond's cabin. Ist genau. Oh, guck mal, und da unten, der ist Level 60. Das ist ein bisschen krass. Ja, mal gucken, ob wir den vielleicht eher umlaufen können. Liegt da nach oben. Oder drüben ist auch einer Level 60. Vielleicht sollten wir hier versuchen durchzukommen. Genau. Okay, also wir werden hier versuchen, diese Teile zu umlaufen. Glaube ich hier hinten. Ich werde mal zwischenspeichern. Der letzte Speicherpunkt ist noch in der Arche. Gewöhnlicher Schrott. Hier ist irgendwas. See these burn marks. Someone gave this thing quite a shock. Okay, hier liegt noch eine Notiz oder so. Ihre Reise hat gerade erst begonnen. Beginnen Sie fernab der Erde ein neues Leben. Mimir hat noch Kapazitäten in unserer luxuriösen Orbitalanlage. Aha. Wissenschaftler finden bei uns grenzenlose Forschungsmöglichkeiten vor. Kampfbereiten Bewohnern bieten wir eine extraterrestrische Militärausbildung ohne irdischen Moralvorstellungen. Schwangere haben Zugang zu einer modernen prä- und postnatalen Versorgung. Nutzen Sie die in diesem Kit enthaltenen Utensilien, um sich mit den folgenden Proben bzw. Unterlagen für ein perfektes Leben jenseits der Sterne zu bewerben. DNA-Abstrich, Sperma- und bzw. Eierprobe, Blutprobe, Begläubigungen und Zertifikate, Anmeldedaten für soziale Medien. Anmeldedaten für soziale Medien. Gut, super. Hey, wir hätten gerne mal dein Facebook-Passwort. Wir freuen uns darauf, gemeinsam eine strahlende Zukunft zu erschaffen. Hey, die sind also ins All abgehauen. Interessant. Oh, Achtung. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Eieiei. Ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Das hier erstmal alle verstecken.
Okay, und wir ziehen mal nur mit Wormen weiter. Hinten ist aber noch, das sind Roboter. Kommen wir hier rum? Eden's starting to look real good right now, isn't it? Let's keep moving. Okay, wir schaffen es hier durch, ohne dass wir die angreifen. Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll ist, aber wir können uns, wenn wir das entdeckt haben, ja über die Karte weiter bewegen. Aber wenn die hier alle Level 60 sind, das ist schon ein bisschen krass. So, aber wir können jetzt hier weiterreisen. Wir haben uns quasi einfach durch die Stadt durchgeschlichen. Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir sind immer noch in der Stadt. Das war nur der Eingang. Aber zurückgehen können wir immer noch zum Level. Don't do anything stupid. Okay. Sieht aber alles gruselig hier aus, ne? Hier geht's nicht durch, das heißt, wir müssen nach links. Citizens, present your ID bands for verification. I don't get it. Should I talk to this thing? Is it like smart or what? Let's just try to get through the city peacefully, with no trouble. Your request for emergency quarantine has been granted. Please put down your weapons and prepare for termination. Slow down, Metal Man. No termination, okay? I don't think they're talking to us. They're talking to the people who died here. Put down your weapons! Okay, wir können uns hier anscheinend irgendwie doch vorbeischleichen. Probieren das mal. Hier geht's nochmal nach oben. Okay, also es kann sein, dass es sogar Sinn der Sache ist, hier vorbeizuschleichen. Also auf jeden Fall sehen die ziemlich stark aus. Liegt hier rum eine EMP-Granate. Nicht runter. Kann ich die mit der EMP-Granate platt machen oder was? Wir müssen hier aber ja irgendwie dran vorbei. Das kriegen wir doch. Boah, wir kriegen das doch nie im Leben hin. An denen irgendwie vorbeizukommen. Hier irgendwie noch raus? Können wir die umgehen? Nee. Okay. Die haben doch aber gerade gesagt, wir können das friedlich machen. Okay, wir speichern auf jeden Fall mal ab. Denn wegtransferieren können wir uns ja auf jeden Fall. Was passiert, wenn ich da reinlaufe? Oder wir versuchen sie auszuschalten. Okay, nee, also neu laden können wir immer. Ich will mal gucken, was passiert. Hiding is futile. Okay, die scheinen uns wirklich anzugreifen. Das macht natürlich auch in vielen Sachen Sinn. Okay, dann brauchen wir das jetzt nicht machen. Dann müssen wir die wahrscheinlich ausschalten. Okay. Das wird dann natürlich jetzt haarig. Level 60 Teile. Guck mal. Aber andere Sachen sehe ich hier nicht, um sie irgendwie zu umgehen. Oh. Ihr bleibt mal hier. Setz mich mal hier hin. Ach, Quatsch. Wieso sitzt er denn jetzt da? So, jetzt sitzt er dort. Mit Dux gehen wir hier hoch. Schnappen uns mal eine gute Position. Können wir hier irgendwie ganz gut aus, oder? Keine Ahnung, ob wir da überhaupt drüber schießen können. Ja, wir werden es mal versuchen. Okay, wir versuchen mal von hier einen Hinterhalt zu starten. Gucken einfach mal, ob wir von hier... Hier können wir durchschießen, okay. Okay, Strecker. Wir probieren es einfach mal. Sterben können wir ja immer noch. So, die haben mich jetzt gehört, das ist schon klar. Dann versuche ich es jetzt mal hier mit der EMP-Granate.
ist natürlich nicht so clever gewesen, die da hinzuwerfen. Hier hätten wir wahrscheinlich, hier hätten wir beide gekriegt. Oh, das war die Rauchgranate. Ach verdammt, was mache ich denn hier? Und hier habe ich jetzt keine drin, ne? Nee. Ach, wie ärgerlich. Okay, und den kriege ich bei 50. Könnte aber auch versuchen, den zu kriegen. Auch blockiert. Da hätte ich 75. Wenn ich hier reingehe, natürlich auch nicht so blöd hier. Er hat mich jetzt entdeckt. Aber von hier mit einer 75er Chance, verdammt, daneben zu schießen, ist schon echt mies. Okay, der springt jetzt hier irgendwo hoch. Und überwacht. Der springt da jetzt auch raus. Oh. Stellt sich da direkt neben uns, das ist schlecht. Den kann ich von da allerdings kriegen. Oh, verdammt, der sieht mich. Das ist schlecht. Ah, habe ich nicht dran gedacht, dass der dort mich noch treffen kann. Gut, ist egal. Ich will trotzdem auf den da zielen, damit wir gleich mal einen ausschalten. So, okay. Den haben wir angeschossen. Am liebsten würde ich versuchen, den oben zu kriegen. Den kriege ich aber nicht, da habe ich keine Trefferlinie. Also laden wir mal nach und schießen auf den. Versuchen ihn mit dem EMP außer Gefecht zu setzen. Funktioniert. So, und jetzt hätten wir hier Dux, dem wir den ausschalten. Und auf den da oben können wir auch noch schießen. Sehr gut. Dann machen wir das auf jeden Fall mal. Kritischer Treffer, hat ihm richtig was abgezogen. Der schießt jetzt von oben. Okay. Also, wir laden hier mal nach. Wir feuern auf jeden Fall da hoch, würde ich sagen. Ja. Sehr gut, haben den auch schon. So, dann haben wir hier Dux. Bormann. Den wir mal da hinschicken. Geht da gar gut und sollte jetzt den da ausschalten können. Sehr gut, erledigt. Gar nicht so schwer, wie ich dachte, hier die Level 60 Teile. Und jetzt müssen wir allerdings gucken, den kann er nicht ausschalten. Und den anderen, ich weiß nicht, kriegt er den? Oh, den würde er sogar kriegen, wenn wir hier hingehen. Und der sollte ja eigentlich nicht reagieren, weil er ja geschossen hat. Genau, sehr gut. So, dann können wir nämlich schießen. Und haben den direkt zerlegt. Und der andere kann sich nicht wehren, weil er immer noch auf EMP steht. Sehr gut. Kann den aber auf jeden Fall von hier treffen. Passt. So, und Dux kann ihn auch treffen. Er steht ja direkt davor, logischerweise. Klappt das dann? Sehr gut, dann hat er nur noch zwei. So, und jetzt wäre die Frage, ob Bormann ihn irgendwie treffen kann von unten. Nee. Okay, dann machen wir das anders und stellen Bormann einfach zur Sicherheit mal mit Nachladen auf Überwachen. Den anderen sollten wir aber trotzdem dann kalt stellen können, indem wir von hier schießen. Zack. Und erledigt. So, das ging doch ganz gut. So, dann sind wir jetzt nämlich auch schon Level 53. Sammeln hier noch ein paar Sachen auf. Okay. Dann wäre jetzt natürlich fast die Frage, ob wir wieder zurückgehen, um die anderen noch auszuschalten und ein bisschen zu leveln. Wäre vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. Ist noch ein defektes Gerät, was wir mitnehmen. Die anderen Leute lasse ich mal auch zu uns kommen. Mal auf die Karte. Hier würde es jetzt weitergehen. Aber dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, weil sonst steigen wir ja nicht auf. Man hat jetzt 13 Punkte verfügbar.
Okay, wir bräuchten am Ende aber 16. Kritische Trefferchance. 100%. Okay. Ach so, ja, okay. Mhm. Ja, dann machen wir das, oder? Wir gehen jetzt zurück und schalten noch die anderen Leute aus, die hier in der Richtung standen. Weil ich meine, ich glaube, zu verlieren haben wir ja nichts, oder? Wenn wir jetzt in die Richtung reisen, müssten wir auch von hinten an die rankommen, oder? Ich glaube schon. So, erstmal speichern wir. Und gucken mal, wo wir jetzt von hier... Ihr bleibt mal schön da. Wo wir jetzt von hier gegebenenfalls irgendwie nach oben kommen. Da gibt es kein oben. Da gab es auch keins, ne? Wir können hier an der Ecke, glaube ich, vorbeilaufen. Da kommt man auch... nicht wirklich rein. Okay, hier geht es definitiv hoch und da drüben ist so ein Mir-Teil. Oh Gott, jetzt hier lang rennt und uns gleich kriegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber uns nicht bekommen hat. Okay, also ich hole mal die anderen Leute hierher. Wir könnten auch versuchen, von hier zu agieren. Der andere rennt halt da lang. Das, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Weiß auch nicht, wie lange der braucht, um da hochzukommen. Jetzt, der wechselt gleich wieder hier hin, ne? Gehen mal hier hoch. Oh, hier geht's noch weiter hoch. Okay. Also, wir stecken hier ein. So, dann haben wir hier Dux, den wir da hinstecken. Kann hier aber noch was aufnehmen. So. Dann haben wir noch Magnus, der hier rumhängt. Und da unten ist so ein riesiges Roboterteil. Oh mein Gott, das ist aber krass. Wollen wir es mal probieren, ob wir es hinkriegen würden? Würde es ja mal interessieren. Aber eigentlich möchten wir ja den anderen auch wiederkommen haben. Hier hin? Macht das Sinn? Nee. Wir greifen mal von hier an. Aktivier mal. Guck mal. Halt. Hat der eine 100% Chance. Okay. So, damit haben wir den ausgeschaltet. Also, erstmal deaktiviert. So, dann wäre bei Dux natürlich die Frage, wo genau der jetzt hinschießen sollte. Kann da runter schießen. Dort trifft er nicht. Der ist auch außerhalb der Zone. Ich weiß gar nicht, ob die anderen schon aktiviert sind, aber auf ihn würde ich mal feuern. So, den habe ich getroffen. So, und bei Bormann ist jetzt natürlich wirklich die Frage, ob wir den nicht sogar hier lassen. Was hat denn der für Granaten? Okay. Den würde ich sogar mal hier Overwatch. Auf Overwatch lassen, falls jetzt jemand zu uns hochspringt. Punkt, genau, springt. Alle auf uns zu, die Teile. Wir haben ja wirklich gerade alle zu uns gebracht, die nur gehen. Wir müssen schauen, dass wir die abfangen, bevor sie uns richtig wehtun, so wie er hier. Die Teile, diese Mimir-Teile, sind ungefährlich. Boah, und hat hier die Deckung weggeschossen. Okay, also wir gucken erstmal. Wenn ich den da hinschicke, kriegt er eine 100% Chance auf die.
Okay, also ich schicke Bormann mal wirklich dahin. So. Dann wechsle ich mal. Und guck mal, was er treffen kann. Der kann nämlich da unten einen 100% Treffer machen. Und kann den damit erstmal ein bisschen zusetzen. Weil sonst hat er ja hier nicht so viele Möglichkeiten. Und alternativ kann ich dann mit ihm hinter der Deckung zum Beispiel auf den da feuern. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Okay, wir haben ihn gekriegt und ausgeschaltet. Und jetzt ist halt hier die Frage, wo wir mit Dux noch hinschießen können. Auch auf den, der aber auch schon ausgeschaltet ist. Die sind unten, da haben wir keine Feuerlinie. Wir haben derzeit eigentlich keine Feuerlinien, deswegen werden wir mal auf ihn schießen. Now it's getting fun. Damit wir den auch runterbringen können, aber die anderen werden uns noch ganz schön wehtun, glaube ich. Aber wir haben durchaus eine gute Position. Und wir könnten hier natürlich unglaublich viele Erfahrungspunkte einsammeln, wenn wir das schaffen. Ob wir das schaffen, steht aber wirklich noch richtig in den Sternen. Es sind echt viele 60er Roboter hier. Die auch alle so ein Totenkopf-Symbol haben. Was, glaube ich, eher nicht so gut ist. Gut, also. Er lädt nach. Gucken mal. Da geht auf jeden Fall. 75 da hinten klingt auch nicht schlecht. 75 dort. Sind eigentlich den da ganz interessant. Der ist noch so weit weg, aber wir könnten dem schon schaden. Oder wir schalten einfach mal einen aus. Wie sieht's mit dem aus? Bingo. Gut, dem ziehen wir erstmal was ab. So, dann haben wir hier noch Bormann. Der kann da immer noch runterschießen. Das machen wir auch mal. So, dass wir versuchen, dieses Teil auch auszuschalten. Weil wenn der wieder aktiviert ist, kriegen wir richtig Probleme. So, hier laden wir mal nach und gucken mal. Okay, den brauchen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Dann würde ich fast überlegen, ob wir hier nochmal den Großen anschießen. Einfach damit der weiter geblockt ist. Und wir den in der nächsten Runde mit Bormann ausschalten könnten, wenn es gut läuft. Bewegen können wir uns nicht groß. Und den müssen wir auch noch echt... Hat er überwacht nur, das ist gut. Um den hier mache ich mir ein bisschen Sorgen, der jetzt hier hochzieht. Genau der. Oh ja, das ist ungünstig. Bei den können wir hoffentlich jetzt mit ihm hier deaktivieren. Aber wir werden ihn hier nicht wegkriegen, weil er wird explodieren am Ende des Tages. Mal ausschalten. Da hinten ist auch noch einer. Dann würde ich sagen, schalten wir den da erstmal aus. Kaboom. Okay, erledigt. So, dann haben wir hier unten, jetzt haben wir Bormann hier, der diesen Großen eigentlich ausschalten kann. Sollte gehen. Also nur gucken, wie... Oh, der hat hier ganz schön was weggesprengt. Und damit trifft der von unten uns jetzt. Ungünstig. Aber, oh ja, wir müssen den dann da unten irgendwie ausschalten. Ui, jetzt wird's haarig. Die Leute nämlich direkt vor uns. Und der kommt jetzt auch noch auf uns zu. Und schießt sogar schon von da, hat aber nicht getroffen. Das ist gut. Hat aber hier schon irgendwie die Deckung so zerstört. Müssen mal gucken. Eine Feuerlinie da nach unten. Das ist natürlich auch Mist. Okay. Jetzt hier aus, da hat er eine Feuerlinie dann. Okay, ich lasse ihn, glaube ich, sogar mal hier stehen. Laden wir nach. Keine Schaden. Und wir schalten den auch gleich mal aus. So, dann haben wir hier unseren netten kleinen Dux und gucken mal, was er so treffen kann. Ja, dann wäre er da hinten, glaube ich, schon der Beste. Dass wir den schon mal ein bisschen anschießen. Ja, und mit Bormann haben wir das Problem, der wird jetzt halt von unten in Schach gehalten. Da können wir gar nicht so viel machen. Oh, und die anderen machen alle nichts, ja?
Das ist ja auch interessant. Haben wir Glück, die kommen nicht näher. Aber wir müssen natürlich trotzdem gucken. Okay. Dann schießen wir mal auf ihn. Yeah. So, mit Magnus können wir einmal auf den schießen, einmal auf den. Und da hinten treffen wir nicht. Hat noch, da steht eine Runde gerade. Bei dem steht keine mehr. Dann schießen wir mal auf ihn. Dann ist der auch erstmal deaktiviert. Jetzt ist der Gegner halt wieder am Zug. Er kommt jetzt wirklich näher ran hier hinten. Vielleicht aber dadurch auch wieder in Schussreichweite. Gucken wir mal. Wir müssen uns jetzt hier wahrscheinlich mal ein Stück zurückziehen. Wenn der da nämlich explodiert, kriegen wir auch Probleme. Das heißt, ich ziehe mich mal dahin zurück. Guck mal, was wir von hier machen können. Den können wir anschießen. Den treffe ich gar nicht. Dann nehmen wir auch den. Okay. Der ist damit schon fast durch. Und mit Dux können wir den treffen, den da unten zu 50%, den hinten gar nicht. Okay, wahrscheinlich nehmen wir den, aber das machen wir dann in der nächsten Folge und gucken mal, ob wir diesen Kampf hier gewinnen können. Ich bin gespannt und ja, freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut.